Liebe Freunde, willkommen zurück zu Mario Party Star Rush. Wir machen weiter mit der Wunderbeeren-Ballon-Tour und das Ganze mit Mario. Oh yeah, Mario Time. Ja, yeah, oh ja, yeah, geil. Mario, ja. Yeah. Ich raste euch, ja, Mario, ja. Yeah. Ich raste jetzt vollkommen aus. Oh ja. Yeah. Pass bloß auf, ja, ich klatsche alle weg, ja, Kurs 3, ja, ja, Mario hier, ja, ja, Mario, oh, Mario da. Mario, bitte, du musst nicht so ausrasten, nur weil ich dich als, Spieler genommen habe, okay? Ich hätte auch genauso gut, den roten Tod nehmen können, ja. Jetzt mach dich mal nicht so wuschig hier, meine Fräsen. Ach. Warum müssen alle ausrasten, wenn ich sie nehme? Meine Güte. Liebe Freunde, lasst uns hoffen, dass das nie wieder passiert, ja? Ist ja nicht normal, ey. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn man hier gewinnt mit dem Charakter. Ich glaube, der kippt vom Stuhl, ja? Meine Güte, ey. Aber okay. Das war ein ziemlich randomischer Anfang. Ich würde schon echt fast sagen, zu random. Ja, zu random. Nicht gut, nicht gut. Kai, werd mal bitte wieder ein bisschen normal. Kann ja wohl nicht wahr sein. Tut mir leid. Ich versuche mein Bestes zu geben. Freunde. Ja. Es tut mir sehr leid. Ich kann nichts dafür. Ja. Ich will doch nur eine Ballonjagd spielen. Und dann wird man hier wieder so... Weiß ich nicht. Bis zum Heulen. Ich will darüber nicht mehr länger reden. Okay, gut. So. Bosskampfzeit, ja? Um mal das Thema zu wechseln. Wir wollen jetzt nicht ständig darüber reden, dass der Part sehr random ist. Das wissen wir selber, dass der Part random ist. Aha, mega knochentrocken, ja? Gut. Ich glaube, zum ersten Mal gerade in der Ballonjagd gegen den am Spielen, ey. Läuft. Da macht er gar nichts. Da! Woo! Haben wir eigentlich so gut wie im Kasten. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Also. Habt ihr das gesehen? Oh. Oh mein Gott. Die Freunde. Das war nicht schlecht, Alter. Boah. Ich glaube, zum ersten Mal in meinem Leben nicht von diesen Knochen getroffen worden. In einem Spiel, ne? Nicht total, absolut, aber in einem Spiel. Wie diesem hier, ja, wurde ich zum ersten Mal nicht von einem Knochen getroffen. Getroffen. Ja. Es ist schon fast ein Wunder. Es ist ein Wunder, das möchte ich so sagen. Ja. Halten wir das mal so fest. Aber Wunder sind in meinen Augen eine Form von Glück, gerade in diesem Spiel. Und was ist hier gerade los? Seht ihr das? Wir haben irgendwie jetzt schon zum dritten Mal hintereinander eine 6 gewürfelt. Es sieht gerade extrem geil aus. Na, also heute darf ich mich dann wirklich nicht beschweren, ja? Dass ich ja wirklich schlechte Zahlen kriege, ja? Darf nicht sein. Wenn ich mich heute beschwere, dann dürft ihr mich alle wegklatschen. Ja? Danke! Ich wollte das sowieso spielen. So! Okay, gucken wir mal wieder auf den Weg. Der wahre Weg, ja, der wahre Pfad. Ich gehe ganz links lang. Oder soll ich? Ich gehe links, ich gehe links, ich gehe links! Woo! Das sieht ganz gut aus. Wir kommen... Ah! Was machst du denn hier? Das ist mein Truhe, du Arsch. Mario. Oh, fuck, Alter. Mario, mach dich weg! Oh, Gott! Ich gönn Mario jetzt sowas von, wenn er verliert, ne? So ist das eben, ne? Es hat manchmal auch extrem Glück. Ich glaube, wenn der Mario auf sehr stark gewesen wäre, ne? Ich will gar nicht wissen, was für Probleme wir dann gehabt hätten. Weil das ist auch so ein bisschen die Sache, wo du stehst, ne? Jeder Meter ist hier extrem Gold wert. Das sieht man jetzt gerade nicht, aber wenn Mario zum Beispiel wie gerade eben links stand, ne? So, die Truhe war links und ich stand ganz rechts. Dann ist die Frage des Tages, die es zu beantworten gilt. Ja. Was hätten wir machen können?
Hätte ich mich eigentlich schon direkt, mit dem, mit der zweiten Truhe, naja, in Verbindung setzen können, ne? Aber gut. Oh. Wer hat den Ballon eingesammelt? Wer war das jetzt gerade? Bist du irgendwie doof oder so? Okay, da sehen wir einen starken CPU-Gegner, ne? Ich wette, er hat spekuliert, dass er die Münzen vor dem Sternballon bekommt. Aber nichts da. Nein, bitte nicht. Okay. Weil das Mikrofon mir nicht spielt. Ich kann das nicht. Ich krieg das nicht hin. Wir haben ja im Let's Play schon mal gesehen, so wie das funktioniert. Und es funktioniert irgendwie gar nicht, ne? Ah, ich box dich weg, du Sau. Komm ran. Kommt alle ran jetzt hier. Mario. Mario! Ey! Wehe! Mario Time! Oh ja! Hier, du Sau! Opfer HD! Nein, 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 nein! Das habe ich jetzt, selber davon. Oh mein Gott, bin ich gerade schlecht. Okay, einfach nur nicht ablenken lassen. Nicht runterfallen, Alter, nicht runterfallen. Oh Gott! Ich bin trotzdem immer noch der Letzte hier, ne? Und die anderen haben jetzt gerade noch eine Schutzphase dran. Das kann ja wohl alles nicht wahrstellen. Wow! Nein! Boah, Jungs! Ja! Ja gut, wir sind zumindest nicht Letzter. Wow! Nee, da habe ich zu viel Scheißendreck gebaut. Aber so ist das Leben nun mal, ne? Das Leben ist ein Auf und Ab. Genau wie dieses Minispiel hier. Ja. Ein Auf und Ab. Wir fallen runter und steigen wieder auf wegen dem, naja, wegen diesem Schutzballon, der uns da hochgetragen hat. Ja. So einfach ist das. Aber wir haben so viele Münzen, Alter. Mir kann keiner was. Mir kann einfach kein Mensch was. Ja. So ist die Kiste. Und dann, wenn wir jetzt mal irgendwie einen Würfel benutzen, wenn wir jetzt einen Pilz benutzen, ne? Was ist dann? Oh Gott! Wir haben den Ballon bekommen. Finde ich gut. Vieles Dank, Bruders. Eieiei. Ja, ist aber nicht so eine Sache, wer zuerst nach vorne läuft, ne? Wenn beide die gleiche Strecke ablaufen, ne? Dann ist das nicht irgendwie davon abhängig, wer, naja, das ist nicht davon abhängig, wer direkt vorn ran ist oder so. Wisst ihr, wie ich meine? Weil jetzt wird Rosalina sowieso den Ballon bekommen, oder? Ist hier irgendwo ein Ballon? Ja! Ja, Rosalina hat den trotzdem bekommen, deswegen bin ich jetzt hier in diese Richtung gegangen. Hab mir 10 Münzen generisiert, schön ist die Welt, ja? Man muss ja auch ein bisschen vorandenken, ja? So ist das. Das war eine richtige Ballonverschwendung. Ich hoffe, du schämst dich jetzt, Rosalina. Du Drecksau. Nee. Du kommst dafür sowas von in die Hölle. Stirb. Ich würde eigentlich gerne die Gruselgruft machen, ne? Aber das ist auch ein bisschen Glück. Ich mach lieber den hier. Weil da weiß ich, dass ich dann aller Ruhe spielen kann. Haben wir im letzten Kurs gehabt, ne? In Kurs 2, da haben wir schon gesehen, wie das ist. Okay, B ist Weitersprung. Das muss ich immer gucken, ich muss da immer nachgucken. Mario ist so geil, ich finde seine Stimme, die geht so nach vorn, Alter. Yeah, wah, yeah. Oh, Mario, ja, wah, wah, ja, ja. Was? Wir haben wieder den Rekord geknackt. Geil. Schön. Neuer Rekord. Ja, neuer Rekord. Wirklich? Sag an. Waha. Ich konnte die Stimme mal extrem gut. Guckt meinen Super Mario 64 DS Let's Play. Da ist es ganz gut drin, ihr verzeichnet, dass ich die Stimme von Wario ganz gut beherrsche. Ja. Wario. Die hat sich aber ein bisschen geändert. Ich glaube, die Stimme ist ein bisschen höher geworden. Kann das sein? Charles Martinet, was hast du getan? Was soll denn das?
Du kannst doch nicht die Stimme von Wario einfach ein bisschen höher machen. Ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich gehe in die Richtung. Bin ich in der Münzfalle drin? Oh, bitte nicht. Sieht für mich gerade danach aus. Rosalina, Mann, was willst du eigentlich? Kannst du mal damit aufhören? Das ist dumm! Schäm dich was. Wieso gehen die immer auf das unten, auf das untere Minispiel, was links ist? Das verstehe ich nicht so ganz, aber okay. Aber okay. Ich habe wieder das Herz, kann das sein? Ja. Okay, dann lass knacken. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich? Hier bin ich. Fuck, ich habe, glaube ich, die von einem anderen abgeschossen. Also den Block von einem anderen. Das darf nicht sein! Schon wieder, schon wieder, schon wieder. Oh Gott! Jungs! Ja! Boah, das war aber extrem knapp. Knapp kann das sein. Ich glaube, Tots und ich, wir haben da wirklich nicht, da hat nicht viel gefehlt. Aber ich bin der beste HD. Aller Zeiten in der Welt. Wario. Ja. Ja, Wario, ja. Das ist wahrscheinlich die Stimme von Wario, wenn er einen Kehlkopfkrebs hat. Ja, Wario. Ja, Wario, ja. Sehr schön. Das Glück ist wieder mal auf unserer Seite. Und selbst wenn wir eine 1 kriegen würden, würden trotzdem an den Stern kommen. So traurig ist das. Ha. Kommt genau drauf. Perfekt. Ding, 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 ding. War das meine Münzfalle? War das meine? Das war Rosalinas, oder? Nee, was hat denn der eine Münzfalle gehabt? Was soll das denn? Kann ja wohl alles nicht wahrstellen hier. Das ist ja wohl. Jetzt zählt aber auch gar nichts. Das ist abgefuckt. Ja. Meine Güte. Okay, was kommt jetzt? Ich bin schon sehr gespannt. Oh nee. Okay, da müsst ihr jetzt aber echt drauf achten, was das für eine Figur ist. Ah, das ist wieder ein Shy Guy. Okay, dann weiß ich ja Bescheid. Was für Stellen ich anfärben muss und welche nicht. Na? Auf keinen Fall die mittleren, oder? Ich mach einfach so viel, wie ich kann. Jetzt gerade bin ich schon ein bisschen dominieren hier. Ich bin echt am dominieren. Nicht normal. Oh, los, ich will mehr, ich will mehr. Das könnte okay aussehen. Ja, das sieht extrem gut aus. Fast über die Hälfte eingenommen, ey. Das ist krass. Das ist nicht normal. Okay, geil. Easy going. Bin ich okay mit. Ansonsten, meine lieben Freunde, ja. Was ist sonst noch so hier am Start? Weiß ich nicht. Okay, der Sternballon ist wieder in der Nähe. Versuch mal direkt mal hinzukommen. Würde sich auch lohnen. Wisst ihr, wie ich meine? Drrr. Ah, nee, ich kann ganz gut sehen, wo meine Münzfalle ist. Die ist hier. So ist das also. Und ding, ding, ding. Okay, einfach schon 8 Ballons bekommen. 8 Ballons einfach schon. Übertrieben gut. 8 Sterne. Habe ich 8 Ballons gesagt? 8 Sterne. Tut mir leid. Wow. Aber hier ist es auch ein bisschen schwieriger, quasi an Boss-Minispiele zu kommen, ne? Gerade aus dem Grund... Oh nein, nicht das. Gerade aus dem Grund, weil... Naja. Muss man so zu sagen...
Weil die Map hier, weil der Kurs hier relativ komisch gebaut ist. Da kann man nicht immer zwei Minispielballons auf einmal bekommen. Okay, probieren wir es nochmal. Aber ich werde jetzt pusten statt, naja, ne, schreien. Vielleicht bringt es ja was. Mein Mikrofon ist kaputt. Ich krieg das nicht hin. Keine Ahnung. Ich check's nicht. Das Mikrofon geht nicht. Das ist... Ich habe letztens noch in der Systemeinstellung das Mikrofon ausprobiert. Da ging es problemlos und hier geht's gar nicht. Ich kann doch gar nicht zu nah dran sein. Ich hab das Mikrofon gar nicht so nah an mich dran. Das ist sehr behindert. Ne? Aber okay. Ich würde sagen, ich bin den Part. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Haut rein. Ciao.